Ach, hätte ich Internet angeschlossen, dann warte mal. Hier habe ich nämlich noch da und da. Dann machen wir hier noch Militär rein, können Sie das schon mal verteilen. Gut, blaue Tränke kommen dann gleich die ersten runtergefahren. Sollte. das kann man eigentlich. Ah, ne, komm, wir nutzen sie als Pufferstrecke. Also, da macht immer zwei. Militär war immer auch zwei. Okay. Da kommen die ersten blauen angefahren. Dauert jetzt natürlich eine ganze Weile. Weil nicht viele Schaltkreise und Schwefel ankommen. Aber dann können wir Richtung Botforschung gehen. Bauroboter. Die Logistikroboter, das lassen wir erstmal ganz hinten dran stehen, denn das wird noch länger dauern. Weil wir dafür noch ein bisschen mehr machen müssen. So, dafür brauchen wir fortgeschritten. Schmiermittel, Elektromotoren, Robotertechnik. Ach, die sind da parallel. Ah. Okay. Ja, aber die Bauroboter werden jetzt erstmal. Sind mir jetzt erstmal wichtiger. Ah, das geht noch mit. Ohne blau, okay. Also mit ohne, weißt du Bescheid. Ja, die Bauroboter sind jetzt erstmal wichtiger für mich, dass wir die Anlagen ordentlich hinstellen können. Damit das auch. Ja, muss ja jetzt nicht unnötig hier alles in die Länge ziehen, indem er hier nur so kleine Produktionsketten überall hinballert, weil du siehst ja, da kommt ja kaum was an. Also die laufen durchgehend, die Fabriken, aber so wirklich viel rattert da nicht durch, ne? Auch mit Schwefelkunststoff, da kommt ja nichts wirklich an. Deswegen würde ich das schon gerne ein bisschen größer bauen. So, aber die blauen Tränke kommen runter. Sehr gut. Also langsam laufen auch alle, mehr oder weniger. Gut. So, Band ist extra noch nicht angeschlossen, das soll sich ruhig ein bisschen stauen. Dann haben wir so einen kleinen Schub anfangs. Also forschen wir eh noch Batterien gerade. So, wir könnten mal schon mal Eisenplatten klauen, wir hier gerade mal raus, was drin ist. Okay, wahnsinnig viel ist es nicht. Oh, stimmt, wir könnten auf schnellere Öfen umsteigen. Stimmt. Was fehlt denn? Ziegelsteine. Ja, guck mal hier, die sind voll. Kann man mal mobsen gehen. Dann können wir mal die Öfen upgraden. 110, komm, hau rein. Mach alle durch. Dann laufen die Öfen nämlich auch etwas schneller. Und dann machen auch nachher die MK2-Förderbänder Sinn. Ja, dann haben die Miner nämlich auch mal was zu tun. So. So, okay, jetzt brauchen wir blaue Tränke. Ich lasse sie gerade mal noch einen Moment anlaufen. Okay, also Schwefel staut sich zurück. Die Schaltkreise werden direkt weggefressen. Ja, okay. Ich tausche die zwei Ärmchen gerade mal, dass wir auch die Schaltkreise da hinten rausnehmen. Ja. Damit wir auch das bis zum Ende vom Band nutzen. Ja, die roten Schaltkreise, der haut es direkt raus. Aber gut. So, das sammelt sich. Ach ja, genau, jetzt brauchen wir gerade Öfen. Brauchen wir noch Fabriken. Unser Stall auch schon da weg. So, dann lassen wir uns hier schon mal die ersten Öfen upgraden. Tack, 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 tack. So, damit laufen sie nämlich schneller. Ich glaube doppelt so schnell.
Hochofen, Herstellrate 2, Herstellrate 1. Ja, damit laufen die doppelt so schnell. Denn der Bedarf wird hier jetzt mit jeder Produktionslinie, die wir hinstellen, natürlich steigen. So. Ah, zumindest mal ein Teil schon mal. Wupp dich. So, das rauscht jetzt durch und die blauen Tränke sind direkt alle weggecrappt. Ja, die werden hier direkt instant hochgestapelt. So. Okay. Das wird jetzt ein Stück brauchen, aber das kann ruhig vor sich hinlaufen. Oh. Militär crappen wir auch weg. Brauchen auch gar kein Militär. Ach so, nee, weil du es jetzt reinfallen lasse. Ja. War eben kurz so, hä? Was? Ja, aber das ist okay so. So, pass mal auf. Wir erweitern das Ganze nochmal. Also, dachte eben, hä? Was? Passt irgendwie mich nicht. Wupp dich. Ja. So, dann verdoppeln wir die Ausgabeleistung einfach mal. Da. Zack. Achso, ja, die habe ich schnell in den Öfen, okay. Versuche jetzt gerade hier nichts verkehrt rumzubauen. So und so. Ja, sprach er und tat dies direkt. Mist. So. Zack. Zack. Da. So. Ja, okay, brich die Öfen nochmal kurz ab. Brauchen wir jetzt erstmal Maschinen. Jo. Sollte alles sitzen, ne? Sieht zumindest mal so aus. Ja, das sieht doch gut aus. Okay. Wenn wir jetzt gerade noch warten, bis die Montagemaschinen durch sind, dann kriegen wir da mehr zusammen. Aber Schwefel staut sich schon zurück, also das ist safe. Da ist kein Nietchen drin. Könnte natürlich auch sein. Ja, drei rote Schaltkreise immer. Ich glaube, ja. Das dachte ich mir fast. Die kriegen hinten schon gar nichts mehr ab. Dementsprechend ist der Schwefelbedarf natürlich auch geringer. Aber wir gar nicht alles wegkriegen hier. So, warte mal. Das können wir gerade mal abkürzen. Zzt. So. Zahnräder. Stellen wir jetzt nur noch einen her, okay. Wollte gerade mal gucken, ob irgendwo Zahnräder. Doch, können wir. Warte. Können wir uns die Crafting-Zeit kurz sparen? So, jetzt die ganzen Zahnräder rausgeklaut. So, ja, guck mal, schon kann man eine Stange Fabriken machen. So, und die Öfen gleich wieder hinterher, das soll ruhig weiterlaufen. Und zack, da. So. Und Lampen natürlich wieder. So. Wunderbar. So, wir sind schon beim Elektromotor. Wow. Okay, die brauchen keine hohen Mengen an Tränke und es dauert auch immer eine Weile, bis das durchgeforscht ist. Gut. Dann könnten wir tatsächlich schon mal gucken. Die Roboterproduktion. Wir haben zwar noch nicht alles freigeschaltet dafür, aber können nichtsdestotrotz. Schon mal in die Richtung vorbereiten alles.
Ja, und sobald wir die Bauchroboter haben, wird das Ganze wesentlich angenehmer. So, ich muss hier mal ein bisschen Platz machen. Hast du ein paar Granaten inne? Ja, können wir ein paar rausmopsen hier. So. Gerade noch mal eine Reihe mitnehmen. Ich sag eine Reihe. Tipp, tipp. So, dann machen wir gerade da drüben ein bisschen Platz. So, tack. Ja, gerade mal gucken, wie groß das Ding wird. Nicht breit, einfach nur in die Länge, ne? Ja. Okay. Hep, hep, hep. So. Tak, 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 tak. So. Das sollte in etwa hinhauen. Okay, dann gucken wir mal. Ja, passt auch hier rein, wunderbar. So passt's hin. Okay. Rote Fließbänder. Bupp. So. Wir werden jetzt einiges craften müssen hier hinten raus. Jetzt können wir gerade mal nochmal Öfen austauschen. Da. So, haben wir die. Dann hier nochmal die restlichen Eisenöfen. Jawohl. Dann hier einmal die Stahlöfen. Haben wir noch? Ah ja, wir haben noch 50er Stack, okay. Und dann können wir die noch austauschen. Wunderprächtig. Kann ich hier gerade mal meine ganzen Steine loswerden? Ja, ein Teil zumindest mal. Ach, da ist immer das ganze Inventar so zugeklumpt und zugemüllt. Das ist. Nee. Okay. So, Robotertechnik hakt jetzt natürlich wegen den blauen Tränken. Es läuft langsam, aber es läuft. Oh, und jetzt kommt tatsächlich das Eisen jetzt nicht mehr hinterher. Okay. Es laufen natürlich mehr Anlagen, dementsprechend ist der Verbrauch höher. Und die Generatoren haben auch gut zu tun. Ja. Die Montagemaschinen und die Förderer alleine brauchen schon fast unseren ganzen Strom. Ich sagte doch noch, von wegen der Ölverarbeitung frisst viel, ne? Die brauchen halt gar nichts. Ja. Die frisst halt einfach mal gar nichts vom Teller weg. Aber die roten Schaltkreise kommen schneller rein, denn es kommen mehr blaue Tränke raus. Ja, und aufgrund der hohen Herstellungszeit kriegen wir da auch mehr rein. Das hängt am Kunststoff im Endeffekt. Naja, gut. Wir sind ja aber fast bei den Bots dran, also das kommt. Apropos, wir können schon mal gucken, was können wir alles hinplanen hier. Dip, 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 dip. Da und da, da, da. Mal alles hinbauen, was wir schon haben. Da, da. Nein. Mist. Wir können zum Glück Blueprints einfach wieder drüber kleben. Und er ersetzt dann einfach nur, was nicht stimmt. Beziehungsweise fügt dann auch Rezepte hinzu, die wir vorher nicht hatten. Ja, genau, hier die Frames. Die hatten wir eben noch nicht freigeschaltet. Jetzt haben wir sie. So. Jetzt weiß ich nicht mehr, welcher war. Warte, 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 warte. Da stellt nämlich gleich beide Bots her. Der untere sind Logistik. Also der ist Bauroboter. Lassen wir beide auf einem Stack stehen. Machen wir es einfach mal so. So, unter der Ärmchen verteilen.
Set. Ja, hier gibt es eine ganze Menge zu verteilen jetzt. So. Förderbänder sind gleich fertig. Gut. Brauche wieder blaue Ärmchen und Masten, aber ich brauche alles. Was fehlt denn? Eisen und Stahl.